Was kann ich tun, damit ich nicht mehr so eifersüchtig auf seine Eva bin? Eine Frage, die ich häufig höre, eine Frage, die wahrscheinlich auch dich beschäftigt, wenn du diese Eifersucht auf Eva spürst. Eva, so nennen wir die Partnerin von Twin Flamino seit meiner Videoreihe Adam, Eva und Lilith. Wenn du die Videoreihe nicht kennst, dann schau in meine Playlists. Ich habe dort die 5 Videos dieser Reihe für dich zusammengefasst. Schau sie dir an. Sie sind entlehnt. Die Geschichte, die ich da erzähle, ist entlehnt. Woraus ist die nochmal entlehnt aus? Ich bin das Licht von Neil Donald Walsh und meiner Fantasie und einer gehörigen Portion Download. Also Informationen, die ich zum Zeitpunkt, als ich diese Videos aufgenommen habe, nicht hatte, die mir eingegeben wurden und die ich hinterher dann im Internet in einer sogenannten Midrash wiedergefunden habe. Auch dazu gibt es ein Video, wenn dich das interessiert. Schau dir das an. Das heißt Lilith, ewig allein, Fragezeichen, Frieden mit Eva. Ja, die Frage also, wie schaffe ich das, dass die Präsenz von Eva mich nicht mehr triggert? Entschuldige bitte, heute gibt es ein Wackelvideo, weil ich dieses Video ganz spontan drehe und mein Stativ nicht dabei habe. Ich versuche die Hand mal so ruhig wie möglich zu halten. Ja, je weiter auch meine Klienten kommen, umso schwieriger wird es für mich, ein allgemeingültiges Video zu drehen, das sich auch Menschen anschauen, die noch ganz, ganz weit weg in der Separation leben. Also nicht nur in der Separation, also in der Trennung von ihrem Twin Flamino, sondern von allem, was ist, von Gott und damit auch von sich selbst. Dennoch kann ich, also es fällt mir immer schwerer, Videos für die Anfänger, ich nenne sie mal einfach liebevoll die Anfänger, zu machen, aber an die richtet sich solch ein Video natürlich in erster Linie. Deswegen probiere ich es mal. Also, in einigen meiner Videos hast du schon gehört, dass du Ähnlichkeit mit Eva hast. Und damit ist nicht unbedingt gemeint eine äußerliche Ähnlichkeit, wobei es die auch geben kann, sondern eine Ähnlichkeit in der Persönlichkeit oder in Stärken, also hauptsächlich in Stärken, vielleicht auch in Schwächen. Denk daran, dass dein Twin Flamino dich, genauso wie du ihn, schon ein Leben lang gesucht hat. In jeder Frau, für die er sich interessiert hat, hat er etwas von dir gesucht und auch gefunden. Das ist ganz klar. Wenn du das für dein eigenes Leben nochmal überprüfst, also zurückschaust, wirst du vielleicht auch sofort bei dem einen oder anderen Partner etwas von Twin Flamino wiederfinden. Und vielleicht musst du etwas länger gucken und überlegen oder einfach tiefer suchen. Das ist wichtig für dich einmal zu verstehen, dass Eva ein Stadium auf dem Weg zu Lilith ist. Und dass er mit der Eva, die er in der Regel ehelicht oder bei den Jüngeren, mit der er eine Familie gründet, bei der es sich schon um eine sehr nahe Version an dich handelt. Also sie ist der Prototyp, der Vorläufer von dir. Und vergiss bitte nicht, Eva ist eine unerlöste Lilith. Auch sie hat einen Twin Flamino, der auf sie wartet. Und viele Evas, also wirklich viele, haben schon Kontakt zu ihrem Twin Flamino. Und in deren Konstellation sieht das so aus, dass sie die Rolle von Twin Flamino hat oder in der anderen Vokabel sie die Rolle des Gefühlsklärers hat. Kommen wir wieder zurück zu dir.
Eifersucht, Rivalität um einen Mann, das kennst du schon. Das kennst du schon zwischen dir und deiner Mutter, um deinen Vater oder um deinen Großvater oder um deinen Bruder. Und das Gefühl, das sich in dir ausgebreitet hat, manifestiert hat, ist, ich verliere. Gegen sie kann ich nicht ankommen. Ich verliere. Sie nimmt ihn mir weg. Das ist ein Gefühl von Verlust, von Ungerechtigkeit, auch von abgelehnt werden, vielleicht auch von verlassen werden. Ihr hört, ich erzähle hier die Seelenwunden auf, die Delise Bourbeau so zusammengefasst hat. Die heute, also das sind Wunden in dir, die heute noch wirken und die sich in deinem gedanklichen Umgang mit Twin Flamino und dessen Eva immer wieder zeigen. Du bist seine rechtmäßige Frau. Du bist seine Frau, die Frau, mit der Gott euch als Mann und Frau erschaffen hat. Ihr seid eine Union, ihr seid eins, zusammen seid ihr eins, so wie zwei Augen, und zwei Augen zusammen ein Augenpaar sind. So sind Twin Flamino und Twin Flamine in sich auch vollständig. Und so wie jedes Auge an sich alleine schon sehen kann, können auch Twin Flamino und Twin Flamine alleine existieren und leben und sein. Doch erst zusammen ergeben sie, wie die beiden Augen, das vollständige Bild. Also erst durch die Nutzung beider Augen bekommen wir das vollständige Bild auch in seiner Tiefe, auch in der Dreidimensionalität. Und obwohl das so ist, sagt quasi jetzt ein Auge, das bist du, die Twin Flamine, oh, ich gehöre nicht dazu. Nein. Die Brille, die vor dem anderen Auge ist, das ist die rechtmäßige. Schließlich sind sie verheiratet. Ja, also du hast vergessen, wer du bist. Und du siehst eine Illusion. Das ist die, also das, was die anderen alle Realität nennen. Ja, das ist die Illusion der Egos von euch dreien. Das Ego von Eva, das Ego von Twin Flamino und dein Ego kreieren diese Realität in Anführungszeichen, die in Realität eine Illusion ist, dass nämlich sie das rechtmäßige Paar sind. Und da du vergessen hast, wer du bist, und da er vergessen hat, wer er ist, glaubt ihr diese Geschichte, dass die Ehe, die da auf dem Papier abgeschlossen ist oder die Beziehung, die da einfach offiziell geführt wird vor aller Öffentlichkeit mit dem Freundeskreis, der sich etabliert hat und mit den Kindern und Bim Bam Borium, einige arbeiten ja auch zusammen oder sind zusammen verschuldet. Also ihr glaubt, das ist real und die Union, das ist nicht real. Das, was ihr auch vergessen habt, ist, und das hört ihr in der Videoreihe Adam, Eva und Lilith, He, Me und She, wie alles begann, so heißt die Videoreihe komplett, kostenlos hier auf YouTube, kannst du dir anschauen. Was ihr also auch vergessen habt, ist, dass Eva, also die Frau, die er ersatzweise in sein Leben holt, ersatzweise, also um dich zu ersetzen, beziehungsweise bevor er dich kennenlernt, ja, dass diese Frau eure beste Freundin ist. Diese Frau ist eure allerbeste Freundin durch alle Inkarnationen, durch alle Zeiten. Sie ist die einzige von all euren Freunden. Sie ist die einzige von all euren Freunden, die sich bereit erklärt hat, diese doofe Rolle für euch zu spielen. Das ist eine sehr, sehr doofe Rolle. Sie ist sehr nah an dir dran und doch spüren beide, dass sie es einfach nicht ist. Sie spürt, dass sie es für ihn nicht ist. Er spürt,
dass sie es für ihn nicht ist. Spätestens seitdem er dich kennt, weiß er, dass sie es für ihn nicht ist und das Agreement, eure Vereinbarung ist, dass keiner von beiden auch nur einen Millimeter weicht von dieser Show, ehe du nicht ganz zurück in der Heilung bist, ganz zurück bei Gott bist, ganz zurück bei dir bist, ehe nicht sämtliche deiner Illusionen aufgelöst sind und du frei und fröhlich und glücklich bist. Ja. Also erst wenn du soweit bist, wird Twin Flame Mino bereit sein und bereit sein, agieren zu können. Also auftritt Twin Flame Mino erst, wenn du ganz glücklich bist. Und die arme Eva, ja, also eure beste Freundin, die sich bereit erklärt hat, diese doofe Rolle zu spielen, der Ehefrau, die auf der anderen Seite an seinem Arm zieht, die ist als allerletzte dran in diesem Glied. Also sie kann als allerletzte reagieren und zu ihrer Rolle gehört, dass sie an ihm zerrt und zerrt und zerrt und nicht loslässt. Und ich habe nun einige Trennungen schon begleiten dürfen und kann euch hier beruhigen. Das lässt relativ schnell nach und alle Trennungen zwischen dem falschen Paar, also zwischen Adam und Eva, egal ob das zwei Männer, zwei Frauen oder so rum ist, Mann, Frau, Frau, Mann, völlig egal, alle Trennungen gehen ganz in Frieden, ganz in Liebe auf und aus und egal, wie sie angefangen haben. Also auch wenn es am Anfang so aussieht, es geht in Richtung Drama oder Rosenkrieg. Beruhigt euch, bleibt ganz in der Liebe. Die Antwort auf die Frage, wie kann ich das schaffen, dass sie mich nicht mehr triggert, beziehungsweise dass ich mich von ihr nicht mehr getriggert fühle, dass ich sie aus dem Kopf kriege, dass ich die Rivalität zu ihr beende, dass ich so übersensibel reagiere, wenn er von ihr spricht oder wenn ich an die denke oder wenn ich die sehe. Die Antwort darauf ist, liebe sie. Erkenne, wer sie ist und was sie für dich tut. Und wenn du damit noch nichts anfangen kannst, erkenne einfach, was sie als Mensch fühlt, was sie als Mensch bewegt und wie sie deswegen handelt. Sei also einfach weniger egoistisch, sondern mehr empathisch und überlege dir vielleicht auch, vielleicht ist das eine Hilfe, wie würdest du an ihrer Stelle denn umgehen mit der ganzen Situation? Wenn du an ihrer Stelle wärst, vielleicht warst du ja mal an ihrer Stelle. Ich denke, dass ich mal an der Stelle war, als ich mit einem Mann verheiratet war, der nicht mein Twin Flamino war und die sogenannte doofe, langweilige Eva war. Ich glaube, dass ich das selber schon mal erlebt habe. Und tatsächlich kann ich euch sagen, ich habe genauso geklammert, wie die Evas an euren Twin Flaminos klammern. Ja, und das muss man einmal erlebt haben, beziehungsweise man muss sich gut einfühlen können. Und das solltest du als Twin Flamine können. Solltest ist jetzt hier nicht gemeint mit erhobenem Zeigefinger, sondern ich gehe davon aus, wenn du eine Twin Flamine bist, die hier auf meinem Kanal sich zurechtfindet, die sich hier angesprochen fühlt, dass du einen gewissen Grad an Entwicklung, an Persönlichkeitsentwicklung schon hast und deswegen solltest du Empathie können, probiere es mit Liebe. Ja? Sieh, was sie tut und sieh auch, was sie für ihn tut. Mach dich frei von dem Groll, den du hegst, wenn du ihre Motive meinst, durchschaut zu haben. Natürlich klammert sie an ihm, aber das ist euer Deal. Darum habt ihr sie gebeten und vor allen Dingen du. Ja, vor allen Dingen du, die ja unbedingt diese Inkarnation wollte. Die unbedingt dieses Ding nochmal durchleben wollte. Ja. Ja, zum Abschluss heute überlege ich, habe ich vergessen, euch was zu erzählen, was es Neues in meiner Praxis gibt. Ihr wisst, glaube ich, mittlerweile schon alles, so viel Neues gibt es nicht. Es gibt den Online-Satsang, da könnt ihr euch anmelden. Ab 17. Februar
geht's da los. Bis Ende Juni sind 10 Termine, stehen schon 10 Termine fest. Ihr könnt euch entweder einzeln zu den Terminen anmelden oder zu der ganzen Reihe. Ich weiß natürlich jetzt nicht zum Zeitpunkt, wo dieses Video erscheint, wie dann die Platzsituation aussieht. Also seid nicht traurig, wenn es dann doch ausgebucht ist. Aber zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, ist noch einiges frei. Also Online-Satz sagen, da könnt ihr anderthalb Stunden jeweils, ne, jeweils anderthalb Stunden mittwochs abends um 20 Uhr, außer beim ersten Mal, da fängt schon um 18 Uhr an, könnt ihr mit mir sprechen. Da sind die Kameras an, da sind die Mikrofone an. Da ist ganz, ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr daran teilnehmt, nur eure Vornamen eingebt, weil wir das leider schon erlebt haben, dass sich eine Spionin in so einen Online-Satsang eingezeckt hatte, die Namen der Teilnehmer sich aufgeschrieben und denen nachgestalkt ist und die bedrängt hat und versucht hat, an Informationen ranzukommen. Und das war allen Betroffenen sehr, sehr unangenehm. Und die haben mir das dann gemeldet, so dass ich euch jetzt hier einfach aufrufe. Wenn ihr mit mir über Zoom arbeitet, gebt bitte nur euren Vornamen ein. Die Person, übrigens könnt ihr euch sicher sein, wieder beruhigen, ist entfernt. Und was gibt es sonst noch Neues? Es gibt die Therapiegruppe, von der habe ich schon erzählt. Die mache ich jetzt aufgrund dieser Erfahrung und aufgrund der Erfahrung der wüsten Anmeldungen nach meinem letzten Video, wo ich die Therapiegruppe erwähnt habe, mache ich zunächst nur für die Klienten der Praxis. Das ist also für die meisten von euch Zuschauern jetzt nicht so interessant. Ja, und ansonsten natürlich könnt ihr euch aus meinem Mental Support Shop bedienen. Da sind 2 Audiokurse und Videokurse, die ich für all diejenigen vorbereitet habe, die nicht mit mir im Treatment sein können. Und wenn ihr euch mit diesen Audio- und Videokursen beschäftigt, bekommt ihr wahnsinnig viel Informationen, die es hier auf dem YouTube-Kanal nicht gibt. Und da ist unter anderem so ein 20-Tages-Programm, der Daily Support. Vielleicht fängst du damit an. Der ist auch wirklich sehr, sehr aufschlussreich und hilfreich. Das ist eine Videoreihe. Ja, guck dich um, was ich alles für dich vorbereitet habe. Vielen Dank für dein Einschalten und probiere es mit Liebe. Tschüss.